Geschichte zu nennen, das ist natürlich lokale Geschichte. Angebettet an der großen Geschichte, voller kleiner Geschichten, die nicht an den Geschichtsbüchern stehen. Lokalgeschichte ist ein indispensabler Teil von der lokalen Kultur und ich meine, das gehört doch zur lokalen Identität. Lokalgeschichte ist die Aufgabe von Patrimoine Lokal, der einer Seite der Konservation von der Mémoire Lokal. Es gibt nur eine Name Geschichte der SPL, die eine autonome juristische Struktur hat, unerkannt von der Mémoire Gemeinde und eine klar definierte Kader. Den Entry von seinem Verein, also für die Benevolat, weil all die Leute die schaffen, ihr Benevol zu valorisieren, für die Aktivitäten an der Lokalgeschichte, so weit ich das kann so nennen, professionell zu gestalten, für die Prestation von den Leuten, die sich um Lokalgeschichte kümmern, Kontinuität so zu garantieren, von ihnen abhält, für das können weiter zu feiern, auch für Resultate, für Realität davon zu garantieren, für einen Service zu leisten, für die Leute, die an der Gemeinde und in den verschiedenen Wirtschaften wohnen, und dann auch etwas für zukünftige Generationen. Wenn man Geschichte erzählt, ihre Aktivitäten, das sichern, sammeln, archivieren, treten, valorisieren und promovieren. Wenn das zur Geschichte gehört, zur Lokalgeschichte, das wird ganz unterschiedlich interpretiert. Wir wollen noch lächeln, was von anderen da aus, von denen die Lokalgeschichte will konsumieren. An Informationen produzieren, die ein gewisses Niveau von Qualität für die Leute, die sich nach der Lokalgeschichte interessieren. Meine Geschichte als Bern wird noch nicht ganz lang. Und die ersten Schritte, wie so viele erste Schritte, sind nicht ganz einfach. Da stellen sich Fragen. Ich hätte nur können noch Latein reinschreiben. So einen Saal gucken, weil ich hätte das wahrscheinlich noch verstanden. Ich hätte gehofft, der Junge heute ist also Englisch. Die normale Frage, die sich stellt, für wen? Wen ist das? Wer machen wir überhaupt? Wo machen wir das? Wen machen wir das? Wie machen wir das? Der Schritt, wie gesagt, schwerer Schritt, für dich, für wen machen wir die überhaupt? Das sind Statuten, die von einem letzten Jahr dann definitiv aufgehoben sind, fertig sind, die den Kader, wie gesagt, gehen, wer zu machen ist, auch für wer zu machen ist. Wir hatten drei wenige Aktivitäten, die nicht aufgezählt haben, die noch besser gehen. Promotion von der Lokalgeschichte, über Visiten, über eine Reunion publique, über Partizipation in der zweiten Journée nationale von der Israel Lokal. Und dann hat er bloß viel Merci für all die Arbeit, die hin und her gemeint gemacht wird. Das sieht man, der Punkt der Lue hat einen Jour und organisiert Visite-Idee für die Freien interessiert sind. Und die erste Emission von Mama TV, die in Zusammen gestartet wird, fährt der 15. Oktober 2011 um der Tölle zu besiegen. Und halt den ersten Mama Geschichtstag. Bewusst den ersten Mama Geschichtstag, wenn wir hoffen, dass nicht die letzte, so soll man einfach können, Mama Geschichtstag nennen, halt den ersten. Und für so Geschichtstag zu organisieren, muss man gucken, Leute, merci so. Für dich, der Name der Gemeinde, dort schreibe ich in den Bürgermeister, den halt nicht kann dabei sein. Ich begrüße aber den Deputierten, den Schäfer, Roger Negeri, und dann irgendwo noch der Jean Weidert, dann hier ziehe ich die frei. Aber all die Leute an der Name der Gemeinde, Administrativpersonal, Technikpersonal, wird als große Partei den Dach aufzustellen. Ein Merci, Dame Karl Albert, ungeheuer Präsident Emil Knepper, für die Erstellung am Kader von unserer Aktivitäten, wir nennen die Voix de Mémoire. Und dafür sind wir froh, dass die Erstellung der Refraktaire zu studieren, dann noch ein paar Gewisse gehen. Ein Merci der Konferenz hier, die hier nun kommen, Elisabeth Freimann und Gilles Regner, für die Volley Böscher und Jean Treyer für die Volley Vicus. Ein Merci auch denen, die akzeptiert tun, hier nun, um den kleinen Debatt teilzuhören, ein Debatt, den wir heute lancieren, an den ich hoffe, dass wir dann nicht aufgeschlossen sollen. An der Zeit nach der Weitergefeiert bin. Du können dann ran nach dem Direktor vom Lycée Josibert, den Claude Christenach, an den Präsidenten von Rikerkus, Freund von Dölen, für die Kermeier. Ein Merci auch den Vereinen, die akzeptiert, den Haie Stamm zu machen am Freien. Glücksgut mit ihrem Chef, den Georges Eicher, den ich in der Mitte verstanden habe,
nach Familienrelationen gehört ganz eng, wenn man ein paar Stellerreicher, die man heute lernen will, die nach den einen oder anderen von uns kennt. Dann George Kaiser, Altertumsforscher aus der Kirchengemeinde, Jacques Boniface als Präsident, Kurelis Kerich aus der Kirchengemeinde, mein Präsident Helmut Kussling am Koppelster Gemeinde, hat Koppelster Freira Brutt, Präsident Jean Eiffel. Dann indirekt auch der Lions Club natürlich als Mammeren, die sich mit Golf und Gedanken zu machen, wie sie so ein Geschichtswerk organisieren können. Ich möchte nur all denen, die heute noch ein Zeit sich geholfen, los von heute zu sein, und ich hoffe natürlich auch die Visiteure, die nach dem Mitteln kommen. Ich möchte merci auch professioneller Presse, aber auch der Amateurspresse, die geholfen hat, an sich das Manifestation, wie viel dann Zeit tun, wie viel das Radio durchzuführen, eine kurze Präsentation im kulturellen Radio, dazu zu sprechen, dann noch über Internet Reklam für heute gemacht wird.